Es geht doch nichts über einen frisch gekochten Kaffee. Und damit begrüße ich euch herzaufs Herzlichste zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Dem Kapselmonster Kolosseum. Und ja, und ich werde jetzt erstmal einen schönen Schluck Kaffee zu mir nehmen. Auf euch. Prost. Hm. Ah, direkt im Anschluss folgt die zweite Session von der ersten Session. Weil ich einfach Bock auf dieses Spiel habe. Und wir haben in der letzten Session tatsächlich das erste Areal abgeschlossen und werden uns jetzt dem zweiten Bereich zuwenden. Wo wir tatsächlich frei wählen können zwischen dem alten Stammwald, wo wir gegen Weevil Underwood antreten. Meer der Wunder, wo wir gegen Marco Tsunami antreten, der natürlich mit Wasser arbeitet. Die Grabstätte der alten Könige, wo wir gegen Rex Raptor antreten. Tal der heulenden Winde, wo wir gegen Mai Valentine antreten. Und die das Gideon-Anwesen, wo wir gegen Mukuba Kaiba antreten. Wir fangen aber mit Weevil Underwood an. Im alten Stammwald. Und übrigens, das ist kein Areal der Freunde. So angemerkt. Das war das erste Areal, damit sind wir aber bereits durch. Also jetzt wird's ernst. Allmählich. Skoll. Herrlich. Ein Genuss für den Gaumen. Ist eine schöne Karte. Die hat was für sich, muss ich sagen. Lange nicht gesehen. Yugi, wenn du dir mit deinen schmuddeligen kleinen Fingern den Turniertitel schnappen willst, dann musst du erst an mir vorbei. Dann werde ich das tun, Weevil. Ich werde es jederzeit und überall mit dir aufnehmen. Wie wär's mit sofort und gleich hier? Geht in Ordnung. Zeit für ein Duell. Okay, unser erster Kampf im zweiten Bereich und in der zweiten Session. Ja. Jetzt geht das Battlen weiter. Und ich bin mal gespannt, wer als erstes ziehen darf. Er. Toll. Fängt gleich super an. Und er möchte natürlich als erstes angreifen, die alte Mistforke. Gut, soll er meinetwegen machen. Jo, ich fange hier an. Normalerweise ist es ja sein Gebiet, aber ich habe es jetzt zu meinem gemacht. Hehe. So, wir haben 500 Punkte zur Verfügung und dürfen 6 Monster einsetzen. Das heißt natürlich erstmal dreimal Kuribu. Also auf einmal, erstmal kommt unser Stahlskorpion mit. Dann kommt unser Feuermeer mit. Wir nehmen auch einen Glücksanhänger tatsächlich mit zum ersten Mal. Welcher von euch ist erfahren? Der Erfahrenere? Der andere. Obwohl ich ja ehrlich bin, ne? Ich kann ja nicht auf meinen Kumpel den Stahlhagel, würde ich schon sagen. Ich bin im kompletten Conquer-Fieber. Es tut mir leid. Das ist das falsche Spiel. Übrigens, wenn ihr das hier seht, kompletten Conquer ist längst fertig. Der Tiberium-Konflikt auf Seiten der GDI, tatsächlich. Nein, ich bin noch nicht fertig. Denn ich glaube, ich werde tatsächlich auf den Glücksanhänger fürs erste verzichten. Oder auf einen der Kuribus zugunsten unserer neuesten Errungenschaft, den herbeigerufenen Totenkopf. Denn das wird der Hammer sein, auf jeden Fall. So, unser Symbol inzwischen auf Level 2, was mich sehr freut, kommt natürlich auf dieses kleine Island und unsere Monster kommen natürlich um uns herum. Ein Feuermonster auf Wasser. Das wird aber nicht lange so bleiben. Keine Sorge. Licht. Wasser. Was ja im Wasser ganz durchaus von Vorteil ist. Unser durchaus bewährter Donnerbrecher. Mein Lieblingsmonster in diesem Spiel, sage ich ganz ehrlich, wie es ist.
Und natürlich der herbeigerufene Totenkopf. 6 Monster im Einsatz. Maximum. Ich bin mal gespannt, was unser Gegner einsetzen wird. Er hat ja ein Wald-Symbol. Wald? Wald? Ist das auch Wald? Ich glaube ja. Er hat 3 Waldmonster, ein Wasser- und ein Blitzmonster. Okay, und er greift ja als erstes an. Ich bin gespannt, was der kleine Käfer vorhat. Denn er ist nämlich ein großer Käferfreund. Zieh dich warm an, Yugi! Bin ich schon. Ich heiße zwar nicht Yugi, aber ich spreche einfach mal für ihn. Das sieht nach einem Kakerlakenritter aus. Und das nach einer Larve. Ich bin am Zug. Jo, wir sind dran. Und wir werden gleich mal erstmal unseren Kuribo freisetzen natürlich. Der sich durchaus bewährt gemacht hat. Ich würde mal eben die Kamera wenden. Ja, ihr habt gesehen, unser herbeigerufener Totenkopf bringt nicht sehr viel ein. Das ist durchaus richtig. Aber dafür haut er schön im Angriff rein. Das ist auch das, was letztendlich zählen wird. Und dann setzen wir schon mal unseren Zombie-Freund frei. Und dann ist der Zug auch schon beendet. Weide deine Augen an meinen süßen kleinen Insekten. Ich glaube, da wird dir der Laszlo nicht zustimmen. Zumindest was Spinnen angeht. Er bewegt schon mal sein erstes Monster. Interessant. Gut, dann werde ich jetzt schon mal unseren herbeigerufenen Totenkopf freisetzen. Er sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Allgemein, die Monster sehen sehr gut aus, finde ich. So, übrigens, dieses Spiel kann man auch zu zweit spielen. Gegeneinander tatsächlich, das geht. Aber ich habe noch nie jemanden gehabt, der tatsächlich mit mir zusammen oder gegen mich Kapselmonster Kolosseum gespielt hat. Noch nie. Was ich ein bisschen schade finde. Aber naja, gut. Ist nicht jedermanns Sache. Ah ja, Tiefensee. Und was hast du da noch? Der hat einen Schaufelbrecher. Okay. Also der Schaufelbrecher könnte mir gefährlich werden, tatsächlich. Aber ansonsten hat er eigentlich eine ziemlich harmlose Ansammlung. Bis auf den Schaufelbrecher. Der ist nicht ohne. Und sein Kakerlakenritter ist schon auf dem Weg zu uns. Du gehst schon mal an Land. Genauso wie unser Kuribo hier. Und natürlich unser herbeigerufener Totenkopf. Ist ja ganz klar. Unser Tiefensee bleibt im Wasser, weil das ist ja schließlich seine Heimat. Du bewegst dich. Also wir können alle unsere Monster sogar bewegen. Das heißt, es ist sogar ganz gut, dass wir unser Tiefensee erstmal in Reserve behalten. Und ich denke mal, wir werden wahrscheinlich wieder das ein oder andere Monster verlieren im Laufe des Kampfes. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Sehr schön. Dann gucken wir doch mal, was Weevil gegen uns aufbieten möchte. Also bis auf Tiefensee und den Schaufelbrecher hat er nur Monster, die ein Feld angreifen können. Aber das bedeutet nicht, dass diese Monster daher harmlos sind. Auf gar keinen Fall. Hättest du wohl gerne, wa? Nee, ich bin geduldig und warte. Papier ist ja schließlich auch geduldig, nicht? Also bin ich das auch. Das war eine seltsame Schlussfolgerung, aber okay. Schaufelbrecher, kommt mal ein Feld nach unten. Unser Zombie-Freund, ja, da kann eigentlich ein Feld nach vorne schon mal in Deckung gehen. Tiefensee bleibt stehen und dann damit ist Weevil dran. Ein besonderes Ereignis auf dieser Karte passiert. Na? Ah. Der Mond kommt raus, die Pilze fangen an zu leuchten.
Ja, komm nur her mit deinen Monstern. Komm her. Ich freue mich schon auf dich. Auf dich und deine Monsteransammlung. So, dann wollen wir mal. Also unser erster Angriff gehört dem Zombie-Kumpel. Sehr gut. Ich werd mich rächen, du Kakerlake! Ja. Ist klar, Kollege. Bringt zwar nicht sehr viel, aber immerhin ist es etwas. So, Schaufelbrecher gleich direkt nach vorne, um nichts zu tun. Super. Klasse. Dann geht da hin. Gut, und mit unserem herbeigerufenen Totenkopf werden wir uns mal um den Kakerlakenritter kümmern. Damit hat er sein erstes Monster verloren. So ein Scheiß aber auch. Tja, 44 Punkte. Das wird dir nicht weiterhelfen. Ach nein. Ich finde schon. Wenn ich mal Kuribo da stehen lasse, wird das mir definitiv weghauen. Das dürfte ja wohl feststehen. Aber er verliert eine kleine Motte. Ist es mir durchaus wert. Und außerdem kommt dadurch auch sein Schaufelbrecher schön in meinen Gefahrenbereich, wenn er nicht mein Lichtmonster zuerst angreift. Was ich ihm durchaus zutraue. Und ein Wassermonster kann schon mal in Position gehen. Er hat zwei Monster gegen uns schon verloren. Hör auf, du bist ja die... Ich bin die reinste Plage. Ah ja. Das dachte ich mir. Na, legst du mit deinem Schaufelbrecher nochmal nach, oder... Ein heftiger Schaden, aber es hat überlebt. Ja. Das dachte ich mir. Sehr gut. Klar, unser Kuribo ist dadurch vernichtet, das ist durchaus richtig, aber dadurch hat er seine stärkste Einheit gerade entblößt. Ich rede schon wie, als ob ich in CNC bin. Hilfe. Okay. Ich werde all meine Fähigkeiten bis zum bitteren Ende einsetzen. Jawohl, das werden wir. Und ich würde sagen, nee, wir machen das mal anders. Also, unser Schaufelbrecher langt schon mal hin gegen seinen Kollegen da drüben. 97 Schaden ist nicht sehr viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Erfahrungspunkt. Du gehst mir auf den Wecker! Wir gehen ihn also auf den Wecker, na sowas. Zombie, das ist deine Gelegenheit. Angriff auf diesen Käfer. Wodurch er leider nicht weg ist. Das ist schade. Lass meine kleinen Freunde in Ruhe. Tolle Freunde hast du. Herbeigerufener Totenkopf, kümmere dich mal bitte drum. Und damit ist das kleine Insekt auch weg. Sehr schön. Somit hat er dann nur noch zwei Monster. Nochmal 34 Erfahrungen, nicht schlecht. Na schön, Schluss mit lustig! Wenn du meinst. Zwei Monster hat er tatsächlich noch. Ich glaube, du solltest nicht so große Töne spucken, mein Bester. Sonst verlierst du schneller, als dir lieb ist. Okay. Mal sehen, wie er jetzt vorgehen wird. Oh. Okay. Das ist nicht so gut. Heieiei, das war ein Volltreffer.
Okay. 94 Schaden ist nicht viel. Was denn? Hast du Angst um dein Symbol? Gut. Dann wird sich der herbeigerufene Totenkopf erstmal um diese Beleidigung da kümmern. Sehr schön. Wunderbar. Das läuft nicht nach Plan. Ach nein. Wie bedauerlich für dich. So, Tiefensee kann sich mal um seinen Verwandten da kümmern. Der somit auch weg ist. Sehr schön. Liebe Leute, es läuft. Und ich bin sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich zwei Monster in diesem Kampf verloren habe. Ja. Das war's. Das wird dir den Rest geben. Das füllt noch nicht mal ein Part aus. Geil. Oh, jetzt fängt meine Nase an zu laufen. Das ist ein Albtraum. Nein, das ist mein Sieg. Ach, meine Güte. Sehr, sehr geil. Nein! Wie konnte ich bloß verlieren? Tja. Hey, ein Duell ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Schöne Weisheit. 36 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Wir haben unseren ersten Kampf im zweiten Bereich schon gewonnen. Aber es wird noch kniffliger, keine Sorge. Oh, 403 Punkte, okay. Und 25 Erfahrungspunkte. Drei Monster haben wir jetzt die Erfahrung, die ein Level abkriegen. Geil. Jo. Ah, unser Schaufelbrecher. Ich liebe diesen Kerl. Und unser Beauftragter, der Dämon, kriegt auch noch dazu. Geil. Gut, was krallen wir uns denn mal Schönes? Also erstmal sein Schaufelbrecher. Geht ja wohl gar nicht, dass der einen Schaufelbrecher hat. Und seinen Tiefensee greifen wir uns. Dann habe ich zwar jetzt drei Tiefensee, aber das macht hier nichts. Wir speichern. Auf jeden Fall. Ich werde dafür aber einen zweiten Speicherstand zulegen, falls was mit der vorigen Speicher, mit den vorigen Dateien sein sollte. Wie gesagt, ich nehme das ja direkt im Anschluss an das erste, an die erste Session auf. Deswegen habe ich keine Ahnung, ob die Daten tatsächlich intakt sind. Weil ich liebe dieses Spiel sowas von und das jetzt schon und deswegen suchte ich schon wieder. Es geht gar nicht. Ne? Kingdom Hearts läuft übrigens auch zum Zeitpunkt der Aufnahme. Heute dürften Part 96 und 97 oder so rauskommen. Jo, das war Weevil Underwood und dann werden wir uns jetzt Marco Tsunami vornehmen im Meer der Wunder. Ich kenne höchstens Welt der Wunder, das ist eine Fernsehsendung, aber Meer der Wunder kenne ich nicht. Beziehungsweise eigentlich schon. Die Karte also. Mal gucken, was Marco gegen uns aufbieten wird. Es gibt nichts Atemberaubenderes als die majestätische Weite des Ozeans. Hey, ich habe nicht das Gefühl, dass du unser Duell ernst nimmst, Marco. Im Gegenteil, ich nehme es sehr ernst. Ich habe nur festgestellt, dass dein Team nicht die geringste Chance gegen die Wucht brechender Wellen und die stürmische See hat. Ach ja? Ich werde beweisen, dass ich mich nicht fürchte vor den Kreaturen, die unter der Oberfläche lauern. Das ist ein Fehler. Vater, wo immer du bist, sieh mir zu, wie ich Yugi mit meiner Wasserarmee bezwinge und den Sieg erringe. Zeit für ein Duell, Yugi. Es sagt direkt mal jemand anderes. Bemerkenswert. Der kommt aber, glaube ich, erst in der zweiten Staffel. Ne, der kommt auch in der ersten Staffel vor, tatsächlich.